Guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar mit dem Titel Requirements Management, RM-Tools richtig ausgewählt und eingesetzt. Vorgetragen wird das heutige Webinar von unserem Referent, Herr Joachim Schulz. Jetzt stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Verena Kroner und ich arbeite bei der Firma ZEPMED im Vertrieb. Und ich freue mich, dass ich Ihnen ein paar Informationen zum heutigen Webinar geben darf, sowie ein paar Informationen zur Firma ZEPMED. Die Firma ZEPMED ist seit über 35 Jahren im industriellen Umfeld tätig, im Bereich der Medizintechnik, Automotive-Bereich, Avionik und Transportation und auch im öffentlichen Dienst. Also eigentlich überall da, wo komplexe sicherheitskritische Systeme aufeinandertreffen. Jetzt gebe ich Ihnen ein paar Informationen zum heutigen Webinar. Das heutige Webinar wird ca. 25 Minuten dauern und es wird aufgezeichnet. Sie haben auch die Möglichkeit, über das GoToWebinar-Fragen-Chat-Fenster im Bedienpanel von GoToWebinar Fragen zu stellen. Und gerne gehen wir am Ende des Webinars auf diese Fragen ein. Sollten Sie während des Webinars Probleme haben, mit Bildschirm oder Ton zu hören bzw. zu sehen, können Sie auch gerne hierzu Fragen stellen. Diese werde ich dann direkt beantworten. Und nun freue ich mich, dass ich an Herrn Schulz übergeben darf. Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite zum Webinar. Wir haben uns heute folgende Agenda vorgenommen. Ich möchte am Anfang einen kleinen Einblick geben ins Requirements Engineering, in die Begrifflichkeit. Dann zu zentralen Features von Requirements Management Tools eingehen, einige Best Practices vorstellen und am Ende eine Diskussion und Frage. Requirements Engineering, was verstehen wir darunter? Der Begriff Requirements Engineering teilt sich in zwei Teile. Der Sammlung von Anforderungen, Requirements Elicitation, wo Anforderungen ermittelt werden, die Qualität von Anforderungen verbessert wird und Anforderungen untereinander abgestimmt wird. Ich sage mal so, das ist die intellektuelle Arbeit, wie ich aus dem Gehirnschmalz dann zu einer Anforderungsspezifikation, die niedergeschrieben ist und qualitativ hochwertig komme. Dann der zweite Teil des Begriffs, Requirements Management, das ist das Managen der Anforderungen, das technische Verlinken der Anforderungen untereinander, Analysen machen bezüglich der Abdeckung, also eine gewisse Reporting-Tätigkeit, das technische Änderungsmanagement und wie kann ich dazu Werkzeuge einsetzen. Das ist also dann mehr die Verwaltungsarbeit, die natürlich auch wertschöpfend und auch sinnvoll und wichtig ist. Aber ich sage mal so, da ist eben eher das Verwalten, das dort im Mittelpunkt steht. Die Absicherung und Verifikation von Anforderungen ist noch ein weiterer Begriff, der passt nicht ganz genau da rein, aber wir wollen eben auch so einen kleinen Schwenk machen Richtung Absicherung und Test. Und das sollte man auch beim Requirements Management als eine der wichtigsten Stellen auch immer nicht vergessen. Darum habe ich das auch hier mit aufgeführt. Ein sehr schönes Bild, was die Problematik des Requirements Engineerings allgemein verdeutlicht, ist dieses Baumbild. Das kenne ich schon sehr lange, inzwischen ein bisschen erweitert worden, unten durch die Eiswingen. Es symbolisiert sehr schön, wie verschiedene Kunden, verschiedene Projektbeteiligte, Tester, Designer, Dokumentationsredakteure, Projektleiter diese eine Anforderung verstehen können und wie man sich auch da missverstehen kann und auf wie viele verschiedene Arten man eine Schaukel erstellen kann. Wir wollen uns hier heute hauptsächlich um das Thema Requirements Management, also der Verwaltungsarbeit, kümmern. Da ist zwar diese Formulierung der Anforderungen jetzt nicht ganz im Mittelpunkt und der Einsatz eines Requirement Management Werkzeuges verbessert nicht die Qualität der Anforderungen. Wenn Anforderungen schlecht geschrieben sind, es ist egal, ob die schlecht auf einem Notizzettel notiert sind, in einer PowerPoint-Präsentation enthalten ist oder einem Word-Dokument oder in einem professionellen Anforderungsmanagement. Beim Requirements Management können wir dort eben keine Verbesserung herbeiführen. Wir können nur das Verwaltungschaos vielleicht auflösen. Und da kommen wir eben dann auch zu den Requirement Management-Werkzeugen, RM-Tools. Was sind die Hauptziele, wenn man ein Requirements Management Tool einsetzen möchte?
Zum einen verfügen alle Requirement Management Werkzeuge über eine zentrale Datenbank bzw. einen zentralen Datenpool. Das muss nicht zwangsläufig eine Datenbank sein, es gibt da auch eins der Tools, die eben das filebasiert macht. Aber gemeinsam ist, ich habe eine zentrale Stelle, wo alle Anforderungen verwaltet und abgelegt werden. Ich habe eine Traceability und Durchgängigkeit durch den gesamten Entwicklungsprozess, den ich gewinnen möchte. Und da hilft mir auch der Einsatz eines Requirement Management Tools, um dort Lücken zu schließen. Und ich habe die Möglichkeit, über Reporting und Auswertungen meinen Anforderungsstand und somit auch meinen Projektstand herauszubekommen und zu reporten. Das sind aus meiner Sicht die Hauptziele, die mit dem Einsatz eines Requirement Management Tools verbunden sind. Ziel ist es hierbei, einen durchgängigen integrierten Gesamtprozess zu entwickeln, nicht nur im Requirements Management, sondern eben von der Produktplanung und dem Produktmanagement bis hin zu Test und Betrieb. Das RM-Tool ist dann natürlich auf Seiten der Anforderungen ein Baustein dahin. Die zentrale Datenbank ist eines der wichtigsten Bausteine, habe ich Ihnen gerade schon erwähnt. Und wir haben eben sehr, sehr viele Projektbeteiligte, wie wir auch schon auf dem Schaukelbild gesehen haben. Anforderungsmanager, Tester, Support, Projektleiter, qualitätssichere Entwickler, Redakteure, die das technische Handbuch oder die Online-Hilfe schreiben etc. Und diese verschiedenen Sichtweisen unter einen Hut zu bringen und jedem eine gemeinsame aktuelle Anforderungsspezifikation zur Verfügung zu stellen, ist eben dort der zentrale Punkt, beziehungsweise der zentrale Punkt, der mit einem RM-Tool geleistet wird. Wie sieht es bisher aus? Bisher, wenn man kein Requirement-Management-Werkzeug eingesetzt hat, hat man viele verschiedene Quellen, wo Anforderungen entstehen, wie sie abgestimmt werden, wie dokumentiert werden. Sehr häufig sieht man die ganzen Windows-Produkte mit PowerPoint, Word, Excel, Briefverkehr, der eben stattfindet per E-Mail, teilweise eben auch einfach Storycards oder kleine Aufzettel. In Meetings werden Anforderungen abgestimmt, in den Köpfen sind sie vorhanden, es wird in der Kaffeepause darüber gesprochen oder eben in Meetings und Flipcharts oder sonst wo entwickelt. Die zentrale Datenbank soll eben dieses ablösen und man sollte eben dann starten, wenn man ein Requirement Management Werkzeug einsetzt, dass dies auch konsequent genutzt wird. Dass man also keine Dokumentation nebenbei macht. Natürlich trifft man sich in Meetings und werden Dinge abgesprochen, aber dort sollte man sich hinterfragen, ob jetzt die Anforderung in einer PowerPoint-Präsentation beispielsweise vorbereitet und abgestimmt werden muss, um dann wieder aus dieser Beschlussvorlage in PowerPoint übertragen zu werden in ein Requirement-Management-Werkzeug. Das Requirement-Management-Werkzeug sollte eben die kleinen Anforderungen, Anforderungsteile, und das ist bei einer Beschlussvorlage eine ganze Menge von Anforderungen beispielsweise, wie meistens betroffen sind, verwalten als einzelne Items und nicht als gemeinsames PowerPoint-Dokument. Also daher, man sollte dieses Tool schon konsequent nutzen und ihm dann auch soweit möglich in Meetings und in Abstimmungsrunden einsetzen. Features der zentralen Datenbank, die teilweise kostenfrei sozusagen mitgeliefert werden mit dem Requirement Management Werkzeug ist, ich habe eine Änderungshistorie. Ich kann nachverfolgen, wann wer was geändert hat, und kann da beispielsweise dann auch noch einen Grund hinzufügen. Dann kann ich eben sagen, das wurde eben beschlossen im Meeting vom so und so vielten mit Zustimmung von dem und dem. Und ich habe dann eben auch die Nachverfolgbarkeit. Das heißt also, warum eben sich Anforderungen geändert haben und wer dafür zugestimmt hat. Das habe ich in den Word- oder Excel-Listen oder PowerPoints eben nicht und weiß auch oftmals auch gar nicht, ob mein Word- oder PowerPoint-Dokument eigentlich noch aktuell ist. Diese Änderungshistorie gewinne ich und ist eben auch geschenkt vom Tool. Ein zweites wesentliches Feature der zentralen Datenbank ist es, dass ich die Möglichkeit habe, sogenannte Baselines einzuführen.
Eine Baseline ist ein bestimmter Anforderungsstand, zum Beispiel zu einem bestimmten Produkt, zu einem bestimmten Stand, vor dem Review, nach dem Review, die ich eben festhalten kann und die Anforderungen dort einfrieren kann. Einfrieren heißt jetzt nicht, ich kann sie nicht mehr weiter bearbeiten, ich kann diese Version der Anforderung nicht mehr weiter bearbeiten. Die Anforderung selbst kann weiter bearbeitet werden, ich kriege aber neue Versionen damit geliefert. Somit bin ich dann in der Lage, Änderungen zu ermitteln. Änderungen, indem ich die Baseline, die ich gezogen habe, mit dem aktuellen Datenbestand vergleiche und dann herausbekomme, von meinen 1000 Anforderungen, die ich in einem Datenpool habe, wie viele sich davon geändert haben und welche. Und auch in welchen Attributen und welchen Ausprägungen. Dieses Baseline-Konzept ist sehr gut zu nutzen, eben um in ein Änderungsmanagement einzusteigen. Das heißt, dass ich in einem gewissen Entwicklungszeitpunkt eben sagen möchte, die Anforderungsspezifikation ist jetzt fix. Wenn jetzt noch Änderungen folgen, erfolgt das durch einen Änderungsmanagementprozess. Anforderungen sind eben auch mehr als nur der Anforderungstext. Attribute ergänzen diese und die wichtigsten Attribute sind die Zuordnung zur Release, zum Release oder zum Sprint der Anforderung, wann sie umgesetzt werden soll, den Status einer Anforderung, dem verantwortlichen Entwickler oder der verantwortlichen Abteilung. Weitere Attribute kriege ich auch automatisch geschenkt durch das Requirement Management Werkzeug. Ganz einfach eine ID der Anforderung, dass sie eine Nummer bekommt, die ich wiederfinden kann und die auf die ich referenzieren kann. In einem Word-Dokument spricht man dann häufig von Seite 3, Absatz 5, zweiter Satz, letzter Halbsatz. Und das ist natürlich dann sehr schwierig, wenn man dort eben keine Anforderungs-IDs vom Tool selbst hat. Der Änderer oder der Ersteller einer Anforderung, genauso wie das Erstellungs- und Änderungsdatum, sind eben auch Informationen, die einfach mitprotokolliert werden, die aber gegebenenfalls auch mal ganz hilfreich sind, dass man einfach nachfragen kann, ah, du hast doch diese Anforderung erstellt, kannst du mir sie bitte mal erklären, was du damit meintest. Statusübergänge rechts steuern eben auch den Anforderungsprozess. Hier ein ganz kleines Modell, das ich aufgebaut habe. Draft, die Formulierung der Anforderung, geprüft, dass sie eben jetzt so weit abgeschlossen und formuliert ist, dass sie für ein Review bereitsteht. Den Review selbst, der eben dann kennzeichnet, dass die Anforderung durch ein Review gegangen ist und dann gegebenenfalls noch eine Freigabe, die noch erfolgt, in einem Gesamtkontext beispielsweise. Hier Best Practice-Ansätze sind, dass man mit wenigen Attributen starten sollte. Man kann sie gerne in den Requirement-Management-Werkzeugen später erweitern. Das stellt meistens gar kein Problem dar. Man muss natürlich fehlende Daten nachtragen, das ist nicht so schön. Aber wenn zu viele Attribute genommen werden, eine Flut von Attributen, von 20 Attributen beispielsweise, die pro Anforderung mit gepflegt werden sollen, mit aktuell gehalten werden sollen, dann führt das dazu, dass Requirement Management Werkzeuge wegen ihres Umfangs und ihrer Komplexität und ihres Aufwandes abgelehnt werden. Die Akzeptanz der Benutzer ist nicht da, was dazu führt, dass eben dann Nebendokumentationen, Excel-Listen oder sowas wieder angefangen werden und die Attribute nur dann gepflegt werden im Requirement Management Werkzeug, wenn es denn unbedingt nötig ist. Das heißt, wenn der Projektleiter Druck macht, warum die Informationen nicht aktuell sind. Das ist natürlich nicht gewollt. Man sollte natürlich dann, wenn man ein Requirement Management Werkzeug einführt, auch damit arbeiten. Und wenn dann Erweiterungsideen da sind, wie gesagt, später kann man es gerne noch umsetzen und erweitern. Ja, Dokumente ist immer auch ein schwieriges Thema. Man denkt immer noch sehr dokumentenorientiert. Es gibt beim Einsatz von Requirement Management Werkzeugen und zum Thema Dokumente zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass ich Dokumente generiere aus meinem Datenbestand. Der Datenbestand in Requirement Management Werkzeugen, die datensatzorientiert arbeiten, ist eigentlich nur eine Menge von ungeordneten Requirements, die
im Rahmen einer Dokumentengenerierung zwar ermittelt werden können, aber die Reihenfolge stellt eine gewisse Schwierigkeit dar. Wie sollen die Anforderungen im Dokument erscheinen, in welcher Reihenfolge, was erstmal von so datensatzorientierten Requirement-Management-Werkzeugen eben etwas schwierig ist. Man kann aber dann mit Attributen beispielsweise nachhelfen, dass man eben das nach Features aufteilt, nach Anforderungsstufen und weiteren Attributen, wie man es aufteilt, dass man zumindest eine gewisse Gruppierung hat. Es gibt aber auch die Möglichkeit, bei Requirement-Management-Werkzeugen eine Dokumentenansicht zu haben. Da stellen wir bestimmte Tools eben bereit. Und mit dieser Dokumentenansicht ist es so, dass ich die Bearbeitung in der Dokumentenstruktur mache. Teilweise sieht das aus, als wenn man in einem Word-Dokument arbeitet, wenn ich an das Requirement-Management-Werkzeug DORS denke. Teilweise habe ich eben aber auch nur in Anführungsstrichen eine Baumstruktur mit den Benennungen der Anforderungen, die ich aber später für eine Dokumentengenerierung nutzen kann, dass ich dort in der Baumstruktur eine Reihenfolge sehe, die eben dann bei dem Generieren eines Dokumentes dann auch so wieder verwendet wird. Die Schwierigkeit hier ist es aber dann, wenn man eben zu sehr an Word-orientierten Anforderungen eben denkt, dass man dann unwillkürlich auf vorgehende und nachfolgende Anforderungen referenziert und die Anforderungen nicht autark formuliert. Das ist eben eine gewisse Schwierigkeit. Aus meiner Sicht sollte ein kleines Umdenkprozess stattfinden, dass eben eine Anforderung für sich stehen soll und für sich verständlich sein soll, was dann, wenn man zu sehr Dokumenten in einer Dokumentenansicht arbeitet, nicht unbedingt gegeben ist. Man sollte hier zu dem Thema prüfen, was in dem Unternehmen, dem man angehört, wirklich benötigt wird. Ja, Baumstruktur habe ich schon gerade gesagt. Das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, Anforderungen zu strukturieren. Nach welchen Kriterien wird es aufgebaut? Nach Release-Zuordnung, nach den verschiedenen Anforderungsstufen. Man kann Systeme, Subsysteme in verschiedene Ordner packen. Man kann verschiedene Features als weitere Stufe verwenden und natürlich auch die Dokumentenstruktur, die man eben haben möchte, die man erzielen möchte, das ist auch eine Möglichkeit. Wofür man Baumstrukturen nicht nutzen sollte, also generell sollte man sie nutzen, aber man sollte sie nicht dafür benutzen, Bearbeitungsstände zu verwalten, zumindest nicht dauerhaft, und dann Anforderungen hin und her zu schieben zwischen diesen verschiedenen Ordnern. Das führt dazu, dass die Auffindbarkeit von Anforderungen einfach schlechter wird, ist sie denn geblieben. Gestern war sie noch hier, heute ist sie woanders. Und es führt eben auch dazu, dass die Auswertbarkeit von diesen Ordnern eben auch nur bedingt gegeben ist in den meisten Requirement-Management-Werkzeugen. Ja, dann kommen wir ein bisschen zur Prozesssicht, zur Durchgängigkeit und Traceability. Ich habe das hier mal anhand des V-Modells aufgezeichnet, was aus meiner Sicht immer noch universal ist. Ich habe gewisse Stufen von Anforderungen, verschiedene Abstraktionsstufen, System, Anforderungsspezifikationen, Kundenwünsche können das beispielsweise sein. Ich habe ein gewisses Systemdesign, das ist dann typischerweise dann mein Pflichtenheft, was ich dann erstelle, Softwareanforderungsspezifikationen und Softwaredesign, wie das dann konkret in der Software technisch umgesetzt wird und auch designt werden soll. Und diese Anforderungsstufen sollte ich eben auch realisieren mit einem sogenannten vertikalen Tracing. Das heißt also, eine Anforderung muss eben auch eine Nachfolge haben. Wenn nicht, dann ist da irgendwie im Entwicklungsprozess was hängen geblieben oder vergessen worden. Wenn Anforderungen plötzlich auftauchen, obwohl sie keine Quelle haben, dann ist es so, dass ich hier ein Feature realisiere, was eigentlich gar keiner gewollt hat. Also ich müsste schon irgendwo einen Motivationsgrund haben, warum ich plötzlich eine neue Anforderung hier einführe. Die andere wichtige Tracing-Möglichkeit ist das Tracing zum Test. Das heißt, dass ich eben dann entsprechend der Abstraktionsstufen meiner Anforderungen auch Testfälle ableiten soll und natürlich auch wissen möchte, ich habe hier ein Requirement,
habe ich dort Tests, habe ich dort einen Test oder habe ich dort mehrere Tests, die das abdecken. Wenn die Anforderung geändert wird, dann müssten wir auch die Testfälle ändern und angepasst werden. Dieses Schaubild anhand des V-Modells klargemacht gilt auch für andere Entwicklungsmodelle aus meiner Sicht. Es ist so, auch wenn ich in einer agilen Entwicklung bin, dann habe ich nicht unbedingt diese Stufen so definiert und das ist erstmal in meinem agilen Prozess erstmal nicht definiert in Form des agilen Prozesses. Nichtsdestotrotz werde ich dort auch Anforderungsstufen haben, wo ich meine Use Cases habe. Ich habe dort Kunden-Use Cases und ich habe dann technische Use Cases und dann auch Akzeptanzkriterien beispielsweise, wann denn eine User-Story als umgesetzt gilt. Und dort habe ich irgendwie auch entsprechende Stufen, die ich mich kümmern muss und auch was ich dort verwalten muss. Wichtig ist eben dann, dass ich eine Rücktraceability habe, wo eine Anforderung herkommt, was ist die Quelle davon, ist es ein Kundenwunsch, ist es eine Norm, eine Gesetzesvorgabe. Ich habe die Verknüpfungen zwischen den Anforderungen, zwischen den Verfeinerungsstufen der Anforderungen und ich habe die weiteren Entwicklungsprozesse, unter anderem insbesondere das Testing, dort zum Testtool oder zum Codierungstool eben Verlinkungen schaffen kann, sodass ich prüfen kann, welcher Code-Teil oder welche Test für das Requirement relevant sind. Stichwort hier ist Requirement-Based Testing. Das Requirement-Management-Werkzeug muss also in den Gesamtentwicklungsprozess eingebunden werden. Dort gibt es eben auch zwei Möglichkeiten. Entweder habe ich wirklich ein spezielles Requirement-Management-Werkzeug, was nur Requirements verwaltet, oder das Requirement-Management-Werkzeug kann eben auch schon in einer ALM, eine Application Lifecycle Management Werkzeug integriert sein und dort ein Teil der Funktionalität eines solch größeren Werkzeuges hat. Beides ist möglich. Man kann spezielle Werkzeuge einsetzen, weil die teilweise noch speziellere Features haben, wie so eine größere ALM Suite. Eine ALM Suite hat wiederum den Vorteil, dass dort die Tool-Integration besser realisiert ist und schon mitkommt, während ich bei speziellen Tools für jede Schnittstelle prüfen muss, habe ich denn die Möglichkeit, dass Tool A mit Tool B kommuniziert und welche Art von Schnittstelle habe ich dort? Ist es nur eine Schnittstelle, die per Excel Daten austauschen kann oder habe ich dort eine Datenbankkopplung, die sofort passieren kann? Für die Durchgängigkeit ist es eben wichtig, dass ich keine Medienbrüche habe. Das heißt also, ich sollte eben eine Anforderung beispielsweise nicht in unterschiedlichen Formaten ablegen und immer wieder in anderen Formaten austauschen. Und diese muss eben durchgängig sein von einem Tool ins nächste Tool. Es ist natürlich einfacher, möglichst wenig verschiedene Tools einzusetzen, weil dann die einzelnen Tool-Akzeptanzen aus meiner Sicht eine Schwierigkeit darstellen. Das Requirement-Management ist sehr, sehr zufrieden mit ihrem Requirement-Management-Werkzeug, aber schimpft auf das Test-Management-Werkzeug und die Tester wiederum, denen geht es genau andersrum. Die finden ihr Test-Management-Werkzeug wunderbar, aber das Requirement-Management-Werkzeug, das bedienen sie immer falsch und kommen gar nicht zu den richtigen Informationen. Günstiger wäre es dort, wenn man ein Tool verwendet, sodass man eben auch nur sich in ein Tool einarbeiten muss und damit eben die Philosophie des Tools für die gesamte Entwicklung dann kennt. Das Reporting ist eben dann das dritte wichtige Thema, was mitkommt. Ich habe die Möglichkeit, Dokumentengenerierung zu machen. Das ist eine Möglichkeit des Reportings. Ich kann Excel-Reports über einen bestimmten Status, über ein bestimmtes Produkt-Release herausbekommen und ich kann eben auch Dashboards grafische Anzeigen machen über meinen Bearbeitungsfortschritt, über die quantitative Auswertung. Hier sollte man zunächst mit wenigen Reports starten, sodass diese auch wirklich genutzt werden und man sich eben auskennt, man kann das eben auch später erweitern, aber es nützt nicht 100 Reports bereitzustellen, die alles machen und man findet nicht den richtigen, damit sinkt auch wieder die Akzeptanz von solchen Tools.
So, noch ein paar Best Practices, bevor wir in die Fragerunde einsteigen. Ja, zum Entwicklungsprozess, wenn Sie zwar bei der Toolauswahl mit dabei sind, dann sollten auch alle Beteiligten an einen Tisch kommen und sich über so eine Toolauswahl Gedanken machen. Möglichst vielleicht auch, dass ein gemeinsames Tool gewählt werden kann. Falls man keine gemeinsamen Tools hat, wie sehen die Schnittstellen zu den anderen Tools aus? Da sollte man anstreben, dass es automatische Schnittstellen gibt. Gründliche Tool-Evaluation sollte durchgeführt werden. Und man sollte nicht sagen, wir haben jetzt das neue Tool und schwupp, das wird jetzt sofort in der gesamten Firma angewendet, sondern man sollte mit Pilotprojekten diese Einführung eben zuerst testen und evaluieren und dort dann in weiteren Ausbaustufen Dinge hinzunehmen und nicht den großen Big Bang probieren. Dann Status und Rechte können eben auch unterstützend wirken, wenn der Wiederentwicklungsprozess gesteuert wird. Ich brauche dort eben bestimmte Nutzergruppen und ich kann auch gewisse Nutzerrechte dann vergeben. Und der Status beispielsweise ist eben das zentrale Attribut, wie der Anforderungsprozess bzw. der Gesamtentwicklungsprozess auch gesteuert wird. Und hier sollte man das so machen, dass man auch eine technische Sicherung einführt, dass eben abgestimmte Anforderungen gegen die versehentliche Bearbeitung eben geschützt werden. Das kann man eben durch Zugriffsrechte und Attribute und Regeln in der Regel schaffen. Das führt eben einfach dazu, dass eben, wenn man ins Änderungsmanagement einsteigt und einen gewissen Anforderungsstand hat, dass dort nicht einfach dann mal jemand noch nachträglich Änderungen vornimmt. Änderungen müssen aber stattfinden, nicht am Anfang oder zum Review des Produktes wird eben jede Anforderung bis ins Kleinste genau durchdacht und perfekt formuliert sein. Man braucht eben einen Änderungsprozess mit dem Ziel, dass eben zu einem bestimmten Zeitpunkt oder nach einem bestimmten Zeitpunkt Änderungen nur noch abgestimmt zwischen allen Beteiligten stattfinden. Und dann, falls eben dann Entwicklung oder Test schon begonnen hat, Codierung oder Testfälle abzuleiten, dass diese Änderungen denjenigen auch bekannt gegeben werden und eben eingeplant werden kann. Natürlich gibt es dann Zusatzaufwände, wenn eben diese Entwicklung oder der Test eben dann schon weit fortgeschritten ist. Man sollte diesen Änderungsprozess möglichst spät starten, weil er einfach Zusatzaufwand bedeutet. Aber auf jeden Fall muss er gelebt werden. Das heißt also, man sollte dann im Anforderungsmanagement-Werkzeug ein Textattribut die Änderung auch vornehmen, weil das das führende Attribut ist. Ich habe auch schon Projekte gesehen, die gesagt haben, oh, unser Änderungsprozess ist leider sehr, sehr umfangreich, sehr, sehr schwerfällig. Ich schreibe das mal ins Kommentarfeld rein. Und es führt einfach dazu, dass man einfach gar nicht mehr weiß, was eigentlich gilt. Und diese Zusatzkommentare qualitativ schlecht waren und die Anforderungen nicht unbedingt verbessert haben, sondern eher verwirrender gestaltet haben. Insbesondere dann, wenn man gar nicht auf die Idee kam, dass man nochmal mit Kommentartext nachgucken muss, ob bei den 20 Einträgen dort irgendjemand noch eine Requirement-Änderung untergeschoben hat. Damit können auch Projekte gegen die Wand fahren. Man kann auch definieren, wann sich eine Anforderung eigentlich inhaltlich ändert. Ist es dann, wenn sich der Anforderungstext ändert? Ist es dann, wenn sich die Kritikalität ändert, beispielsweise eine Anforderung? Oder wenn sich einfach der Bearbeiter, der Verantwortliche geändert hat? Beim Anforderungstext ist es unstrittig. Bei der Kritikalität, das hat schon Auswirkungen für den Test beispielsweise, der dann betroffen ist. Aber wenn der Bearbeiter sich ändert, hat sich die Anforderung, glaube ich, nicht inhaltlich geändert. Änderungsprozesse, wie gesagt, schlank aufstellen. Er muss unbedingt gelebt werden. Qualitätssicherung kann man auch durch das Reporting unterstützen. Das ist vielleicht auch eine weitere Ausbaustufe dann, wo man das realisieren kann. Man kann Regeln aufstellen für die Qualitätssicherung.
die die Datenintegrität eben gewährleisten, also dass man immer einen Verantwortlichen haben muss, wenn man in einer bestimmten, wenn eine Anforderung in einem bestimmten Status ist. Vielleicht nicht gleich am Anfang, wenn man eine Anforderung erstmal formulieren möchte, aber dann im Laufe des Anforderungsprozesses, wenn diese eben geprüft wurde beispielsweise. Systemanforderungen müssen eben auch mit einer Quelle verlinkt werden, könnte eine weitere Regel sein. Diese Qualitätssicherungsregeln, die sollte man, ja, wenn man sie aufgeschrieben hat, vielleicht auch im Rahmen von Prüfreports, also sprich Negativreports, welche Datensätze erfüllen nicht dieses Kriterium, umsetzen, die den Qualitätssicherern und Anforderungsmanagern helfen, die schwarzen Schafe aus der großen Menge der Schafe herauszufinden. Und also nicht die Personen, sondern die faulen Linsen, würde man vielleicht eher sagen, die eben, wo einfach die Anforderungen nicht den Qualitätsstandards erfüllen, dass man diese Informationen ergänzen kann. Gut ist es auch, wenn man diese Reports jedermann bereitstellt, sodass eben auch Selbstprüfungen stattfinden können und nicht, dass dann immer der Qualitätssicherer dann mit der Keule kommt, du hast schon wieder vergessen. Man erhöht damit die Datenqualität, aber man sollte eben auch überschaubare und einfache Regeln aufstellen, die auch für jedermann nachvollziehbar sind, weil ein riesiges Regelwerk führt einfach dazu, dass auch wieder diese Tool-Akzeptanz nachlässt und die Anforderungsmanager sich auch gegängelt fühlen oder auch andere Projektbeteiligte sich gegängelt fühlen durch diese Regeln und dann auch wieder anfangen, Anforderungsspezifikation irgendwo anders niederzuschreiben und nicht im Anforderungsmanagement-Werkzeug. Das Risikomanagement ist auch noch eine weitere Ausbaustufe, die man einfach oder eben auch sehr, sehr filigran ausbauen kann. Risikomanagement bedeutet, dass ich jede Anforderung bewerte, nach Business-Kritikalität, nach einer technischen Komplexität und nach einer Eintrittswahrscheinlichkeit, wann denn ein Risiko eintritt. Und man muss nicht alle drei Attribute verwenden, man kann auch das aus ein oder zwei nur anfangen. Und diese Bewertung, diese nach Risiken, hilft einem dann, Testtiefe festzulegen, dass ich für kritische Anforderungen nicht nur einen Testfall erwarte, sondern mehr als einen Testfall. Und für Regressionstests beispielsweise, dass ich eben dann auch entsprechende Regressionstests aufbauen kann. Ich kann also hier ein risikobasiertes Testen denken. Und auch nicht nur die Tester sind davon glücklich, vielleicht zu wissen, welche Anforderungen wirklich wichtig sind, sondern auch bei den Codierern, die müssen natürlich auch ja nicht nur diese ihre Code-Teile programmieren, sondern sind ja auch meistens für die Entwicklungstests und Integrationstests verantwortlich. Sie haben eben dort auch die Möglichkeit zu sehen, oh, hier ist was wichtig, hier muss ich wirklich auch schon gründlich in frühen Teststufen testen. Ich kann mich also dann auf die kritischen Anforderungen fokussieren und diese dann besonders gründlich abstimmen, beispielsweise auch in Reviews. Ja, ich habe noch viele, viele weitere Themen, die bei Einführung eines Requirement Management Werkzeugs wichtig sind. Die Einbindung in die betriebliche Gesamtorganisation, Schulungsthemen habe ich noch nicht angestoßen, über Tool-Schulung. Häufig ist es aber auch einfach der Prozess im Unternehmen, der nicht so ganz klar ist und den Mitarbeitern nochmal geschult und vermittelt werden muss. Schnittstellen, die ich eben habe, ich kann Tools konfigurieren mit vielen, vielen Einstellungen, Customizations hinzufügen, also sprich, spezielle Tool-Anpassungen, die für mein Unternehmen sehr, sehr wichtig sind und ohne die ich schwer leben kann oder vielleicht auch gar nicht leben kann. Wie kriege ich die Daten aus Altprojekten dann migriert in mein Requirement-Management-Werkzeug? Der Betrieb sollte sich um Datensicherung, um Tool-Support vielleicht kümmern, der muss also auch irgendwie beteiligt werden. Ich habe Kosten für die Anschaffung und dann auch für die Wartung. Das muss ich eben alles betrachten. Das ist auch noch nicht erschöpfend dargestellt. Ich habe auch da sicherlich noch viele, viele andere weitere Themen. Aber da kann ich dann immer nur sagen, da braucht man, glaube ich, auch nochmal Unterstützung von erfahrenen Beratern, die sich eben mit der Einführung eines Requirement-Management-Werkzeugs eben auskennen,
die Hürden dort auch kennen, die Schwierigkeiten kennen und auch die Features kennen, weil so eine Tool-Einführung macht man in einem Unternehmen eigentlich nur einmal. Vielleicht wird es dann nach 5 oder 10 Jahren vielleicht mal abgelöst durch ein anderes Werkzeug, aber man macht das relativ selten in den, Unternehmen, sodass eben dort eine Hilfestellung von außen günstig wäre. Und wenn es nur jemand ist, der einfach mal drauf guckt und auf Schwachpunkte, auf Punkte, die man noch nicht betrachtet hat, einfach hinweist. So, ich hoffe, ich habe meine Zeit halbwegs eingehalten. Ein bisschen überzogen habe ich. Nichtsdestotrotz wollte ich Sie dann noch auffordern, Fragen zu stellen zu unserer Agenda, die wir eben haben. Da gucke ich mal ins Fragefenster rein, ob da schon was gekommen ist. Ich kann es gerade sehr schwer gerade lesen bei mir. So, vielen Dank, Herr Schulz. Ich schaue jetzt gerade auch mal in die Fragebox rein. Ja, es sind schon Fragen reingekommen. Die erste Frage ist, ich sehe als weiteres essentielles Selektionskriterium für sicherheitsgerichtete Entwicklung die Anbindung des RM-Tools an Modellierungsumgebungen wie Rational Rhapsody, Enterprise Architect mit PTC-Modeller. Wieso wurde diese signifikant wichtige Schnittstelle in dieser Präsentation ausgespart? Und können Sie Empfehlungen zur Zusammenarbeit zwischen RM und Modellierungstools geben? Modellierungstools ist auch eine ganz wichtige Schnittstelle. Ja, ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass es mehr textorientierte Entwicklung sind. Es gibt eben ganz viele Schnittstellen, die notwendig sind. Wie gesagt, Codierung ist eine Möglichkeit, Test, aber auch Modellierung. Und die Modellierung ist für mich sehr wichtig, wenn man eben dann die Modellierung oder Modelle ersetzt textuelle Anforderungsspezifikationen. Wenn man dort eben auf den oberen Entwicklungsstufen habe ich sicherlich Kundenwünsche, die textuell reinkommen. Ich habe da also bisher vom Kunden noch kein Entwicklungsmodell oder irgendwas gesehen, was er sich wünscht, sondern ich habe dort bisher immer textuelle Anforderungen gehabt. Aber auf irgendeiner Stufe kann man eben dann übergehen in die Modellierung und dann hat man natürlich eine weitere wichtige, ganz, ganz wichtige Schnittstelle zwischen dem Requirement Management Werkzeug, dass ich auf den oberen Stufen textuelle Requirements habe vom Kunden, von vielleicht auch meinem Produktmanager und dann eben übergehe in das Modellierungstool, dass eben dort die Modellierung in UML beispielsweise realisiert. Und dort brauche ich natürlich dann auch die Verlinkung. Warum ist hier etwas hinzugekommen im Modell und auf welche Anforderungen bezieht sich das? Und dann ist es eine ganz, ganz weitere wichtige Schnittstelle. Ja, habe ich jetzt nicht so explizit dargestellt. Ich hoffe, damit ist die Frage erledigt. Ja, dann ist noch eine Frage da mit dem Inhalt. Haben Sie Zahlen in Sachen ROI bei Einführung eines Tools? ROI von solchen Dingen. Also konkrete Zahlen, nein, so nicht. Ich war aber zum Beispiel in einem Projekt drin gewesen, wo wirklich dringend ein Requirement Management Werkzeug gebraucht wurde. Vorher wurde es in einer riesigen Excel-Tabelle über mehrere Reiter, die Requirements verwaltet. Und da man Probleme hatte, beispielsweise mit der parallelen Bearbeitung von Excel-Tabellen, aber 5 Requirements-Engineers da waren, hat man sich in einen Raum reingesetzt und immer quer durch den Raum gerufen, ich brauche jetzt mal die Excel-Tabelle. Und es war eigentlich dann immer nur einer produktiv von den 5. Also das ist zum Beispiel ein ganz klares Ding, was einfach nicht geht. Und es wurde dann auch ein Requirement-Management-Werkzeug eingeführt. Es dauert natürlich dann einen kleinen Moment, bis es wirklich dann zieht. Also der Gewinn eines Requirement-Management-Werkzeugs ist sicherlich nicht in Kleinstprojekten gegeben, wo es dann wirklich nur einen Requirement-Engineer vielleicht gibt und einen Tester, einen Entwickler. Da, wo aber größere Gruppen zusammenarbeiten, mittlere oder größere Gruppen zusammenarbeiten, da ist es aus meiner Sicht unverzichtbar. Konkrete Zahlen müssen Sie nochmal nachfragen und nochmal im Nachgang dann klären. Gut, vielen Dank. Jetzt noch eine Frage, wie kann man sich die Übernahme der Daten zum Beispiel aus einem
Kunde Lastenheft-PDF oder Word in das RM-Tool vorstellen? Ja, wenn man wenn man dummerweise ein PDF-Format bekommt, dann ist man leider gezwungen, irgendwie zu sehen, wie man die Dinger darüber kommen. Ich habe es erlebt, dass man wirklich dann eben händisch diese Dinge übertragen hat. Das ist sehr aufwendig, sehr schwierig. Die Frage ist natürlich auch erstmal, wie gut sind die Anforderungen schon überhaupt in dem PDF-Dokument eben aufgearbeitet? Sind die, habe ich dort einfach nur einen Text, wo meine Anforderungen versteckt sind? Dann habe ich ein echtes Problem, weil ich muss erstmal herausbekommen, was sind begleitende Texte, was sind eben die harten Anforderungen. Und ich werde dann auch viele Stellen finden, was wahrscheinlich dann irgendwas dazwischen ist und die ich dann noch klären muss mit dem Kunden. Oder habe ich eben schon ein Dokument, wo eben begleitende Texte, Beispiele drin sind, aber eben die Requirements hervorgehoben sind als extra Absatz in einer bestimmten Schriftart, fettgedruckt beispielsweise mit einer konkreten Nummer davor. In solchen Falle tut man sich vielleicht einfacher, dann vielleicht auch einfach Platzhalter zu schaffen. Es kommt mal ein bisschen darauf an, wie groß dann auch das Dokument ist. Wenn es ein 100-Seiten-Dokument ist, dann ist es natürlich sehr, sehr grob gefasst. Wenn es aber jetzt nur 2-Seiten-PDF-Dokument beispielsweise sein sollte und nur ein Teilfeature darstellt, dann kann man eben das als Platzhalter verwenden, dass man eben dann sagt, ich habe hier das PDF-Dokument für das Feature Druckfunktion beispielsweise und das ist dann mein Platzhalter, wo ich dann das PDF-Dokument im Anforderungsmanagement-Werkzeug einfach hinten dran hänge. Bei großen Spezifikationen muss man sie weiter aufteilen, aber diese Analysearbeit muss ja eh irgendjemand leisten. Und da muss man dann vielleicht auch versuchen, ein besseres Austauschformat zu finden mit dem Kunden, dass er einen vielleicht dann zumindest vielleicht das Word-Format bereitstellt oder irgendein anderes Format bereitstellt oder vielleicht auch motivieren, mit in die Anforderungsbasis hier eben auch mit einzusteigen und einen Zugriff zu bekommen auf das Anforderungsmanagement-Werkzeug und selbst dort Kundenwünsche einzutragen. Das wäre eben auch eine weitere Möglichkeit und Ziel. Ich hoffe, damit ist die Frage so ein bisschen beantwortet. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, vielleicht nochmal nachzuschauen, ob es da irgendwelche Konverter gibt oder sowas. Wenn beispielsweise Anforderungen in einer bestimmten Word-Formatvorlage gebaut worden sind, dass man das eben vereinbart oder irgendwelche anderen Erkennungsmerkmale in Word und sich beispielsweise dann einen Konverter schreibt. Das habe ich auch in einem Projekt erlebt. Gut. Jetzt habe ich noch eine Frage hier stehen. Muss jemand manuell die Lastenhefte durcharbeiten und mit Copy-Paste das RM-Tool füttern? Ja, das war eigentlich auch die Frage eben gerade. Ja, ich glaube, das war zusammenhängend gestellt, wenn ich das so sehe, genau. Dann gibt es noch die Frage, gibt es ein Tool, das aus Ihrer Erfahrung im Pharmabereich bevorzugt verwendet wird? Oh, da im Pharmabereich bevorzugt, ich glaube, da hat jedes Unternehmen so ein bisschen seine eigenen Anforderungen und seine eigenen Vorstellungen, wie das aussieht, also wie so ein Anforderungsmanagement-Werkzeug aussehen soll. Man kann auch nicht sagen, dass es das Tool gibt. Das eine Tool, da lobt der Kunde über einen grünen Klee und der andere Kunde sagt, das geht ja gar nicht. Also man muss sich wirklich dort immer die unternehmensspezifischen Anforderungen ansehen und Herausforderungen ansehen. Es führte mal dazu beispielsweise, dass ein Kunde wirklich sagte, ich brauche wirklich das Anforderungsdokument genauso wieder in Word, das möchte ich da aus dem Anforderungsmanagement-Werkzeug heraus haben, genau in der gleichen Struktur, Schriftarten und. Wir haben dann einen Anranzer bekommen, weil das Anforderungsmanagement-Werkzeug sicherlich 9-Punkt-Schriften unterstützt hat und 10-Punkt-Schriften unterstützt hat, aber der Kunde hat 9.5 als Schriftgröße gehabt, wovon wir vorher noch nie was gehört hatten. Und da gab es dann irgendwie Ärger. Also das kann ihm dann auch schon sehr, sehr detailliert und übertrieben dann auch teilweise sein. Ich sage immer noch, auf den Inhalt kommt es eigentlich an. So, gibt es noch weitere Fragen, Irina? Ich schaue gerade. Nein, kommt jetzt, glaube ich, nichts weiter rein. Haben Sie denn noch weitere Fragen? Ja, wenn Sie vielleicht noch weitere Fragen haben, können Sie natürlich auch gerne
noch an uns wenden, an mich persönlich oder eben auch an Frau Kroner. Genau. Wir stehen eben auch zur Verfügung, wenn Sie eben da im Nachhinein nochmal Anmerkungen haben oder Nachfragen haben. Insbesondere dann, wenn es um konkrete Tools oder Toolauswahlen oder unsere Dienstleistungen darum ranken. Ansonsten kann ich vielleicht noch kurz verweisen, ich hatte vor 3-4 Monaten bereits ein Webinar gehalten, wo es ums Thema Requirements Engineering geht, wie Anforderungen formuliert werden sollen auf der textuellen Ebene. Und im Dezember bin ich nochmal dran, wo wir uns dann ein bisschen den Modellierungsteil anschauen möchten. Wofür kann ich Modelle nutzen im Anforderungsmanagement? Genau. Gut. Eine Frage ist nochmal reingekommen. Gibt es brauchbare Lösungen im Open-Source-Umfeld? Ich kenne jetzt gerade sehr viele professionelle Anforderungsmanagement-Werkzeuge. Es gibt aber auch da relativ preiswerte Ansätze teilweise, die auch sehr brauchbar sind. Für Open Source habe ich jetzt keinen Marktüberblick im Augenblick, müsste ich auch im Nachgang nochmal recherchieren. Okay. Ich vermute aber mal, da wird es auch was geben. Die Frage ist, wie groß der Funktionsumfang und der Support hat. Ist das denn bei Open Source Tools immer der Fall? Was empfehlen Sie für ein Tool für hochdynamische, agile Projekte? Ich glaube, da muss man sich wirklich anschauen, welche Werkzeuge eben auch eingesetzt sind bereits in den Firmen und wo dann die konkreten Herausforderungen stehen. Die Frage ist eben dann, ob man dann nicht vielleicht auch ein Werkzeug eben verwendet, was eben beispielsweise agile Prozesse und Storyboards eben beispielsweise abbildet. Die Anforderungsmanagement-Werkzeuge oder da, ich habe mich jetzt mal mehr auf die klassischen Anforderungsmanagement-Werkzeuge konzentriert, aber dort gibt es auch Tools. Ich hab mal eins gesehen gehabt, muss aber gestehen, ich habe nur mal rübergeschaut über den Bildschirm, wo man eben auch dann einfach so ein Storyboard auch schon dargestellt hat und dann eben die User-Stories, die man eben in einem agilen Entwicklungsprozess hat, eben dann auch verschieben kann und managen kann. Da ist natürlich dann sicherlich so ein Werkzeug eben sicherlich angebrachter als eben ein klassisches schwerfälliges Anforderungsmanagement-Werkzeug. Außer man hat eben wiederum reglementarische Vorgaben, dass eben bestimmte Dokumentationen vielleicht in bestimmten Formaten dann auch vielleicht passieren soll oder so. Da weiß ich nicht, wie weit diese Tools das auch leisten können. Müsste ich auch nochmal im Nachgang nachklären. Okay, vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Aktuell ist jetzt keine weitere reingekommen. Wie gesagt, Sie haben auch die Möglichkeit, uns nachträglich auch nochmal Fragen zu stellen. Kommen wir gerne auf Sie zurück. Gut, scheint jetzt auch nicht so weiter reinzukommen. Dann vielen Dank, Herr Schulz, für die Präsentation. Vielen Dank für die Teilnahme an dem Webinar. Und ich denke, dann verabschieden wir uns und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank für die Teilnahme und bis demnächst. Tschüss. Tschüss.